Allora, solo due brevissime da parte mia parole per introdurre, tanto buonasera, mi rallegro della vostra presenza qui, e solo due parole per introdurre questa serata, in particolare il nostro ospite che viene dalla Germania. Vi farei subito un applauso a Michele Ponte. Sarà con Michael Kruger e Teresa Brammer, che viene da Vienna, ma lo dirò qualcosa di più, un applauso anche a lei. Ma con lui che frequenta il festival lo conosce bene, perché insomma collabora alla riuscita di questo festival, è anche un poeta che leggerà invece le versioni italiane delle poesie di Michael Kruger. Kruger, poi Teresa Brammer ci dirà meglio, insomma è uno tra i più apprezzati, riconosciuti scrittori tedeschi, in lingua tedesca, è davvero anche un uomo di libri, essendosi impegnato nella sua vita, prima addirittura come libraio, poi come direttore editoriale di una grande casa editrice, ci dirà meglio Teresa Brammer queste cose. È anche traduttore dall'inglese ma anche dall'italiano, ha curato negli anni scorsi una antologia della poesia italiana degli ultimi decenni, è quindi una figura di riferimento come poeta e come intellettuale e come uomo di lettere, insomma, importante nell'Europa dei nostri anni. Quindi una figura di riferimento davvero per la civiltà della letteratura, o l'Europa della letteratura, ammesso, come si spera, che davvero una ne esista, e spero di sì, e lui è qui credo per testimoniarlo, oltre a quella, così, all'Europa economica, forse che non regge senza l'altra che sta sotto, direi. Teresa Brammer, viennese, quindi anche lei di lingua tedesca, è una saggista, un critico letterario, quindi uno studioso di letteratura, ha scritto vari volumi di saggi critici sulla letteratura tedesca, ma anche per esempio tradotto la poesia italiana, Bellotto, Montale, Regora, ha curato addirittura in italiano un'antologia di poeti berlinesi per l'editore Scheinbiller tradotti in Italia, oppure ha curato assieme a un critico letterario italiano, a quattro mani, una antologia su uno dei blog più importanti tedeschi della poesia italiana contemporanea, che è durata per due anni, con una puntata monografica dedicata a singoli poeti italiani ogni settimana, con una scheda biografica, critica, una traduzione fatta da lei delle poesie. In realtà il merito di questa intrapresa che ha fatto col critico italiano è tutto suo, il critico italiano un po' fannullone, mi permetto di dirlo, e poi non sa il tedesco, lo dico perché lo io. E dunque adesso do, direi, a lei la parola per introdurci a questo incontro con Michael Kruger. Grazie Roberto, grazie anche dell'invito, grazie per queste parole molto generose. Siamo qui per festeggiare, direi quasi, l'appuntamento di poesia internazionale che rappresentate il nostro caro Michael Kruger. La poesia internazionale, voglio dire, per poesia internazionale ovviamente è una poesia scritta nell'intimo tra il poeta e la sua lingua. Michael Kruger, come ha già detto Roberto, è una figura di spicco non solo nella letteratura ma anche nella cultura tedesca. Direi di più, è stato forse una specie di coscienza poetica, se così si può dire, della Germania per tanti anni. Questo come scrittore, senz'altro scrittore, saggista, l'ultimo suo libro è uscito, adesso è un libro di racconti, quindi si muove un po' in tutti i generi e tra tutti i generi. Ha anche diretto, dico anche perché effettivamente sì, è incredibile la mole di lavoro che ha avuto, che ha gravato insomma, sempre su
ha diretto per una quarantina d'anni la casa editrice Hansa, che insomma la più importante, se non una delle più importanti case editrici tedesche, e ha frequentato come colleghi e amici degli autori che a noi sono carissimi. È stato amico di Lini, di Milos, di Herbert, di Brodsky, ed è tuttora un custode di questa civiltà letteraria in parte tramontata che noi amiamo tanto. Il libro di Michael Brügger, che oggi vogliamo rappresentare, che è uscito nel 2015 in Italia, si chiama Spostare l'ora. È un libro che è stato tradotto da Anna Maria Carpi, come già molti altri libri di Michael Brügger, egregiamente, veramente una bella traduzione. Spostare l'ora si chiama in italiano, il titolo tedesco suona quasi uguale, ma è comunque alquanto complesso, perché si richiama sul fenomeno del fuso orario, che in tedesco viene denominato con una parola composta di Zeitverschiebung. E Michael Brügger cosa fa? Lui rovescia questa parola composta su se stessa e lo fa diventare di Verschiebung der Zeit, cioè lo fa diventare metaforico e lo fa diventare un gesto molto attivo, cioè come rileva anche giustamente Anna Maria Carpi nella prefazione, l'unico intervento attivo sul tempo che a noi è successo e che a noi è concesso è di spostare l'orologio al momento del fuso orario. E su questo titolo si gioca buona parte anche del libro. Ed è veramente una cosa molto importante, perché intervenire sul tempo, noi ci proviamo in tanti modi, magari anche la chirurgia estetica è uno dei modi più orrendi, quindi insomma, si cerca di fermare il tempo, di arrestarlo, però ogni volta che lo facciamo, comunque è una specie di enormità o di assurdità, di impossibilità. Ecco, questo titolo è un titolo davvero scintillante. Spostare il tempo o spostare l'ora, penso che è una cosa, anzi immagino che è una cosa che Michael Brügger in qualche modo deve essere una sua dote ecco, soprannaturale, quasi deve essere stato, perché appunto ci stanno tante cose nella vita di questo scrittore che è quasi incredibile crederci, ed effettivamente quando lui gestiva la casa editrice Hansa, molte recensioni dei suoi libri cominciavano proprio con queste parole: come ha fatto questo uomo a scrivere questo libro? E per fortuna dopo insomma si passava anche a contenuto, nel senso alle qualità estetiche di quello che aveva scritto, però contava anche il fenomeno. E Michael Brügger, che avete qui davanti a voi, è una specie di invito vivente, direi quasi. E mi ricordo le prime volte che lo vidi alla fiera di Francoforte, era sempre circondato da molte persone importanti, intimoriva anche un po', perché era, insomma, anche detto certamente, no, è tuttora comunque un uomo di potere nel nostro piccolo campo, però è una cosa che esiste, ma questo potere lo ha gestito e lo gestisce con un'eleganza, un'intelligenza e una disinvoltura sublime. Michael Brügger, appunto, ha scritto questo libro, adesso non voglio neanche più trattenermi tanto dalla prima lettura, da spostare l'ora. È un libro in cui
ricorrono tante cose che c'erano anche già nei libri precedenti, si sono aggiunte altre cose. Noi abbiamo dato al libro, a questo incontro, il titolo Discorso di un viaggiatore, che è un verso tratto dal libro stesso, perché effettivamente il tema dei viaggi ricorre spesso nel libro. C'è anche tutta una sezione di Raimondo, ci sono delle poesie sparse nel libro, che sono delle poesie nate in determinati alberghi, praticamente sparsi in tutto il mondo, che mi ricordava il libro di Rauschott, un po', che un collega di Krüger che era scritto un libro che si chiama Hotels, ma da Krüger è alquanto fine il modo in cui lui gestisce questa esperienza dei viaggi da poeta, sempre nella natura. Insomma, sentirete alcune poesie bellissime dedicate all'esperienza diretta della natura, dei fatti naturali, la memoria e tante altre cose. E delle poesie sulla poesia, cioè delle poesie metapoetiche notevoli. Adesso chiederei Michele che ci dà la possibilità di fare alcune domande su questo libro, e non soltanto di passare al primo ciclo di letture del libro, spostare l'ora. Marco Bini ci fa il favore di leggere le versioni italiane con la traduzione appunto di Anna Maria Tardi. Grazie. E buonasera. Also ich will es mal setzen. Wenn man der Theresa zuhört, denkt man, man sei eine wichtige Persönlichkeit. Aber das stimmt natürlich nicht. Fotoalbum. Knochige Buben in mausgrauen Jocken, lange Strümpfe, Ferien im Harz der Delotte, Bürstenschnitt, Besuch der Großmutter Else, die sächsische Aussprache, der erste Schwan auf dem Nikolassee, das Haus gegenüber. Jedes Foto, Frieden, trübe Quellen. Hier tranken 34 Menschen beim Baden. Von einem Riesenwels war die Rede. Das ist Herr Rode mit dem starren Blick eines Kutschers. Er sprang aus dem Fenster, weil er nicht an die Zukunft glaubte bei seiner Vergangenheit. Kommunikation. Ins Haus von Paul Scherbart brachte ich die Revue und eine Marke der Nürnberger. Die Rente musste geklebt werden vor dem Tod. Noch einmal das Haus gegenüber. Und dann ein zerknittertes Foto eingelegt, verraten und vergessen. Die letzten Seiten leer. Glückliche Tage, unverständlich leer. Ich soll vielleicht dazu sagen, dass ich aus dem Osten Deutschlands komme. Und die ersten Jahre in einem kleinen Dorf im Osten Deutschlands gelebt habe und dann in die Schule nach Berlin gegangen bin. Und in der Schule 1949 waren alle Lehrer natürlich ehemalige Nazis. Das heißt, es gab keine jungen Lehrer. Wir haben also eine Ausbildung durch alte, zum Teil sehr gute Nazis gehabt. Und ich war, dann versteht man das besser,
Zeitungsausträger. Ich habe einmal in der Woche die Illustrierten weggebracht und die Nürnberger war eine Versicherung. In Berlin lebten damals unter den alten Leuten, so alt wie ich jetzt bin, natürlich 80% Frauen. Die Männer waren gefallen, getötet und die Frauen lebten in Altersheimen und mussten aber noch Versicherung kleben. Die kriegten gefragt, wo wollen sie? Und die mussten sie für die Versicherung kleben. Vielleicht versteht man es dann etwas besser. Hotel Ville Patriarchat. In meinem Zimmer hat Federico Fellini geschlafen. In meinem Bett hat er Jules Verne gelesen, der sich eine Zukunft ausdenken konnte für die Zukunft. Die Vorhänge sind sicher neu, aber sie wehen so unerschrocken wie in einem unserer frühen Filme. Der Feind hat das Zeichen übersehen. Fellini soll das Leben geliebt haben, wie man so sagt, bis ihn die Zikaden vertrieben mit ihrem dummen Geschwätz. Alles ist leicht zu verstehen, wenn man das Leben liebt. Alles ist leicht unter den Wolken, die sich davonstehlen mit dem ersten, besten Wind. Vielleicht auch eine Fußnote, weiß nicht, ob Sie auch immer überlegen, wenn Sie in ein Hotel gehen, wer alles schon in dem Bett geschlafen hat. Ich kann gar nicht mehr, es ist geradezu eine Pathologie, ich kann gar nicht mehr in ein Hotel gehen, ohne eine Genealogie der Schläfer zu machen, die vor mir in diesem Bett gelegen haben. Männer und Frauen. Und Männer und Frauen. Wie Gedichte entstehen. Jeder kennt den Moment, wenn man auf die Lichtung tritt und die Hasen nach einer Sekunde des Zögerns sind unter uns verschwinden. Es gibt kein Wort, das sie aufhalten könnte. Du bist wohl nicht bei Trost, sagte mein Vater, wenn mir die Tränen kamen. Wie soll man ein Ganzes denken, wenn man nicht weiß, was ein Ganzes ist? Linsen in New York, Linsen in Linz. Manche freuen sich auf New York, die auf die Begegnung mit einer Zivilisation, die noch keine Reisenden wirklich entdeckt hat. Auf die unruhigen Ufer des Flusses und der Straßen, wo mit monomanischem Ehrgeiz das Geld gezählt wird, bevor es im Schatten der Gier für immer verschwindet. Sie freuen sich auf New York, weil sie hier spüren, dass sie von Menschen abhängen, denen sie nie im Leben begegnet sind. Man stelle sich vor, eine Stadt, in der nur Tote leben, in Korrespondenzen vertieft, weil sie eine Vergangenheit haben wollen, um jeden Preis. Die Toten leben weiter, aus Trotz. Sie sitzen in schwarzen Limousinen, die wie große alte Katzen davon träumen, die Stille zu retten, die einst hier heimisch war. Ich dagegen, wenn ich an New York denke, ich sehe den Teller Linsen vor mir, der im Village in einem Haus aus Backstein auf mich wartet. Wie der törichte Esau, der sein Erbrecht für einen Teller Linsen dem Jakob vermachte, würde ich die Stadt hergeben für Drenkas 1000 Linsen, serbische Früchte, orthodox poliert,
wie seit 5000 Jahren. Überholt. Es ist beruhigend, in alten Büchern zu blättern, die längst überholt sind. Nur war es kam nur so, ohne tiefere Absicht. Als es noch Tinte gab, als man noch etwas vom Leben wollte. Im Radio wird Maler gespielt, dass die Fenster aufliegen. Ein heller Teppich liegt über dem Gras. Die gesamte menschliche Kultur, sagt der Franzose, findet Platz in einer Hand. Ich höre den Grillen zu, die Maler zu schätzen wissen. Eine ewige Wiederkehr in anderer Form, unverständlich und ganz klar. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausdruck kennen, die längst überholt sind. Superati da un pezzo. Das sagen die, solange ich auf der Welt bin, hieß es immer, wenn ich mich für etwas interessierte, das ist längst überholt. Und heute war ich auf dem Markt der Bücher in Modena und habe den ganzen Tag in alten Büchern gelesen, in meinem wunderbaren Italienisch, und fand nichts überholt. Man muss sich dagegen wehren, dass Kulturen etwas produzieren, was von einer nächsten Generation als überholt angesehen wird. Ich glaube dagegen, dass man nichts überholen kann. Und wir schon gar nicht. Wer war es? Gut damit. Im Honig vom vergangenen Jahr steckt unversehrt eine Fliege. Der perfekte Mord. Kriminalromane könnten so anfangen oder so enden. Weiß nicht, ob in Italien auch die einzige wirklich gelesene Gattung, von vielen gelesene Gattung, der Kriminalroman ist. Und bisher hat es noch keine wirkliche Erklärung dafür gegeben, warum auf der ganzen Welt, von Moskau bis New Zealand, von Amerika bis Schweden, nur noch Kriminalromane gelesen werden. Es gibt keine konsistente Erklärung dafür. Ich finde, Kriminalromane sollten 4 Zeilen lang sein. Dann könnte man 100 Stück am Tag lesen. Und das wäre genug fürs ganze Leben. Die Amsel, Il Merlo. Der Wind, der sich jetzt ruhelos der Apfelbäume annimmt und sie fleddert. Als gelte es, die Ernte vor dem Abend einzubringen, nimmt auch der Amsel, die sich mühte, mit dem Sturm vom Leib zu singen, Form und Fassung. Ich sehe hinterm Fenster stehend, wie sie trotz aufgestellter Flügel auf mich zustürzt. Die Scheibe zittert leicht vom Aufprall. Dann fällt der Vogel. Was kann ich tun? Ihr Totenhemd, das Schwarze, das ich kenne, seit sie das erste Mal vor meinen Augen aus der Hecke stürmte, ist jetzt befleckt. Auch das Papier, auf den ich klären wollte, wer ich bin, hat sich nun eingeschwärzt und liegt in Leichenstarre vor mir, nicht zu gebrauchen für ein Liebeslied. Prima lettura.
l'ultima, c'erano tante poesie bellissime, secondo me anche ora di entrare in merito alla poetica, di continuare di parlare delle poesie, di cui la poesia del merlo, insomma, la troviamo davvero straordinaria, questa immagine di questo merlo Icaro suicida, quasi una scena da dramma lirico, no? Che si butta, che si precipita alla finestra e che dopo, e alla fine abbiamo il poeta non con il terrore della pagina bianca, ma con il terrore della pagina macchiata di sangue, e non vuole e non può più scrivere su questa pagina macchiata di sangue. Molti hanno detto, no, anzi, solo uno ha detto, mancano le poesie d'amore in questo bellissimo libro. Invece l'ultima parola in questa poesia, il merlo, è proprio l'amore, cioè dov'è lo spazio per scrivere d'amore se uno ha la pagina macchiata di sangue? E questo secondo me è un bellissimo modo anche per parlare di amore, ex negativo. Tra l'altro nella traduzione amore, merlo, si crea quasi un'assonanza che nell'originale non c'è. Ecco, questa poesia mi sa che anche tu la leggi spesso, potrebbe essere un po' il nucleo segreto del libro, oppure ci vuoi raccontare in senso anche un po' più generale come è nato e cosa lo distingue magari rispetto agli altri, anche forse rispetto a delle vicende della tua vita? Ja, ich will, ich kann nichts wirklich erklären, aber es ist ja eine Tragödie, wenn man in einem Zimmer schreibt, den Blick in die Landschaft hat und ein wunderbares Tier, das man seit der Geburt kennt. Denn die Amseln sind ja sehr treu, die bleiben ja dort, wo sie geboren sind. Und ein solches Tier, das einen auf einen zufliegt, das möchte einen ja besuchen, stirbt, weil es gegen die Scheibe prallt. Das ist nicht zu verhindern, und etwas, was nicht zu verhindern ist, ist eine Tragödie. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, warum wir so wenig tote Vögel sehen. Die Vögel gehen, um zu sterben, an Stellen, die man nicht sieht. Das ist eine interessante Beobachtung, die man natürlich irgendwann macht, wenn man sich für Vögel interessiert. Alle Tode, die wir sterben, sind öffentlich. Die Diskussion über den Tod von den Tieren, die wir essen, das Recht der Tiere, vor uns Menschen geschützt zu werden, das ist ein altes Thema der Philosophie. Aber der Vogel, der kleine Vogel, den sieht man selten sterben. Man sieht den selten irgendwo sich hinlegen und sterben. Und deshalb ist man doppelt verwundert, wenn man plötzlich eine tote Amsel sieht. Und die einzigen toten Vögel, die wir, die in Städten leben, sehen, sind die Tauben. Aber ich frage Sie mal, haben Sie schon mal einen toten Sperling gesehen, einen Spatz? Adesso chiederei aggiungere qualcosa? Nein, ich wollte nur sagen, in Italien gibt es ja auch einen Dichter, den ich sehr liebe, über den sie auch so wunderbar übersetzt hat, nämlich Montale. Und Montale hat auch gelegentlich über die toten Vögel gesprochen, geschrieben. Adesso, prima di passare magari all'argomento dei viaggi che dobbiamo assolutamente affrontare, visto che abbiamo messo questo titolo al discorso di un viaggiatore, c'è un altro
leitmotiv magari supporrei che mi interessa molto, che è quello del vuoto, o del vuoto pieno, del vuoto colmo di vita. La poesia, la prima poesia che Michel Trouillet ha letto, quella che è un po' un ricordo della sua infanzia berlinese, a questa bellissima chiusura, la poesia si chiama Album. Ecco, alla fine di questo album fotografico mancano delle pagine. Cosa vuol dire? Anzi, sono rimaste delle pagine vuote. Cosa vuol dire? L'interpretazione del vuoto di queste pagine è la felicità. Non ci sono queste pagine perché insomma siamo stati troppo felici, quindi c'è una specie di vuoto colmo di vita, ed è forse un momento in cui scatta la poesia. Also erstmal bin ich jetzt so alt, dass ich hier in diesem Raum ein Geständnis machen kann. Nämlich, ich interessiere mich überhaupt nicht, wenn ich schreibe, für irgendeine Ästhetik. Ich interessiere mich nur dafür, ausschließlich, ob ich ein ganz bestimmtes Bild, eine Idee, eine Theorie, eine Ansicht von der Welt in ein kleines Gedicht bringen kann, das klingt. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist die Frage, warum eigentlich immer noch Gedichte geschrieben werden. Man könnte doch genauso sagen, es gibt genug. Wir können die Alten lesen und uns daran erfreuen. Es gibt ja etwa 1 Milliarde Gedichte. Jeder hätte genug zu tun, auch nur einen Bruchteil davon zu lesen, und alle wären damit zufrieden. Es gibt aber ganz offensichtlich diesen Zwang, sich doch noch einmal mit dem leeren Papier zu beschäftigen. Warum? Ganz einfach. Jeder von uns, der in dieser Welt lebt, hat das sichere Gefühl, dass etwas vollständig schiefgelaufen ist. Und dieses nicht korrigierbare an unserer Welt produziert ganz einfach immer weiter Text, auch lyrischen Text. Manchmal denke ich, wenn alle Dichter auf der ganzen Welt in einen Streik treten, und sagen würden, e ora di dire basta. Was würde dann passieren? Es würde natürlich im Geheimen geschrieben. Gedichte wären wieder Ware, die man heimlich austauscht. Ein Samizdat unter den Augen der Moderne. Nicht nur des Staates, sondern unseres eigenen Bewusstseins. Und das ist das Problem von Leere und Fülle. Wir können alle sagen, dass diese Welt hat etwas hergestellt oder produziert, das keiner mehr bewältigen kann. Und der letzte Irrsinn ist der Skandal von Volkswagen von letzter Woche. Ich glaube tatsächlich, dass wir, das wissen wahrscheinlich alle, wenn wir so weitermachen, wird die Erde eines Tages uns abschütteln. Aber vorher müssen wir halt die weiße Seite füllen, als Testament. Aufräumen. Die Bücher, die nicht ins Alphabet passen. Die Bilder, die meinen Kopf verstopfen. Die Worte, die dem Meer schmeicheln. Die Auswege, die zurückführen. Die Liebe zu Krähen. Wie ich einem Hund beim Sterben zusah.
die Zeltstadt der Pilze, die Protokolle der Demut, tausend Arten der Unendlichkeit. Nicht mehr alles wissen wollen, wird kommen, was wir schon immer gewusst haben, im freien Vers oder gereimt. Die Verbundenheit mit den Steinen und ein Schwamm für glückliche Wörter. Strandcafé. Café zu das Erde. Das Café hat noch geöffnet. Auf den schon angeketteten Stühlen sitzen die Toten und trinken Wein auf unsere Kosten. Ein paar Häuser aus dem Meer gefischt schauen zu. Ein Bettler sammelt Münzen ein und wirft sie den Toten zu als Opfer. Aus der Bar fällt ein schmaler Streifen Licht bis zum Meer. Auf ihm gehen die Toten davon, übers Wasser. Die bleiben sitzen, bis sich der Tag die Augen reibt. Am See, sul Lago. Ein uraltes Land, von Moränen gezeichnet. Wenn die Sonne es auffällt oder der Blitz, verschwindet es bis zur Unkenntlichkeit. Man weiß nicht, ob man dazugehört. Wie der Baumstamm in den auslaufenden Wellen rollt, als gäbe es keine Herkunft für ihn, erträgt man sein Leben wie alles andere auch. Auf der anderen Seite des Sees eine letzte Maat vor dem Winter. Der Regen hat noch einmal das dünne Gras aus dem Acker gezogen. Die Bäume schon kahl, Krähen ersetzen der Linde die Blätter. Es gibt, heißt es, eine andere Lesart des Herbstes, die wird vom Wasser erzählt, in wehrloser Mundart. Was noch zu tun ist, die Nüsse einsammeln, bevor der Eichkatz sie holt, den Schatten in Sicherheit bringen, mit dem Bleistift reden, wenn er die Worte verweigert, den Feind nicht finden wollen, der im Ungedachten brütet, in den Wolken lesen, den unabschließbaren Epos über Form und Verwandlung, den Stein von der Stirn heben, dem Staunen eine Gnadenfrist geben und nicht vergessen, den Ort aufsuchen, wo sich das Buch versteckt hält. Das Buch mit den leeren Seiten. Das leere Buch. Das Buch. Da parte tutte le altre tematiche che sono sorte nel frattempo, bellissime, l'immagine, per esempio l'evocazione di Peter Handke, mi è venuto in mente il Peter Handke che dice quando scrivi rimani nell'immagine, ed è secondo me un'esortazione che anche per Michael Krüger è stata sempre molto importante, lasciando da parte forse anche il tema della natura che per fortuna, parlando di passeri, piccioni, eccetera, abbiamo già un po' affrontato prima. Passerei subito al tema dei viaggi, con questa domanda anche molto breve. Un poeta viaggia diversamente, Michael Krüger? Reist ein Dichter anders?
Naja, das große Klischee ist natürlich die deutsche Reise nach Italien im 18. Jahrhundert. Und von Goethe und Herder und Goethes Sohn und allen anderen, die nach Italien gefahren sind und uns sozusagen die Essenz einer möglichen Reise mitgeteilt haben. Von München nach Bologna ist es eine Stunde und man ist in einer Stunde mitten in einem großen Teller Pasta. Man kriegt es sogar bezahlt von einem Poesiefestival. Das Reisen selber ist sehr merkwürdig geworden und eigentlich möchte man viel mehr zu Hause sein, weil man die Kopfreisen etwas subtiler ausformen kann als die wirklichen Reisen. Aber dann sieht man etwas, was man nicht gesehen hätte, wenn man nicht gekommen wäre. Wie heute habe ich gestern zum ersten Mal in meinem Leben genauer studiert den Dom von Modena. Ob man am Ende des Lebens sagt, hätte ich den Dom von Modena nicht gesehen, wäre mein Leben anders verlaufen, das weiß ich. Ich weiß es aber bald, weil ich schon so alt bin. Tra un po' lo saprò perché sono diventato molto anziano. Michel Brüger, ultimissima domanda, molto piccola. Due cose abbiamo sentito nel secondo ciclo di poesie che hai letto. Hai parlato del fascista, o Favilla Clifton rinuncia a realizzare. E hai parlato anche di quello che c'è ancora da fare. E sono due cose forse un po' in contraddizione, forse anche no. Cosa c'è ancora da fare per te? Ich glaube, das steht bei Nietzsche, etwas, was die Melancholie des Fertigen heißt. Die tiefe Melancholie des Fertigen. Etwas, das abgeschlossen ist. Das hat mich immer gestört, dass man etwas abschließen will. Ich finde, es ist ein besseres Leben, wenn man alles im Leben offen lässt. Wir haben eine Konzeption von Identität, die lautet, ein Mensch muss eine bestimmte Form erfüllen und je besser er sie erfüllt, desto angesehener ist er. Aber daran glaube ich überhaupt nicht mehr, je älter ich werde. Ich glaube, dass die Identität aus so vielen Splittern, Fragmenten besteht, die genauso wichtig sind wie die Form, die man dem Leben gegeben hat. Und dass es im Wesentlichen dann doch auf die Fragmente einer Identität ankommt, als auf die Form am Ende. Am Ende wird man daran gemessen, wie viele Ichs in einem versammelt sind und nicht ein stringentes. Es gibt Nachrufe, da steht immer drin, er hatte ein erfülltes Leben. Das ist die deutsche Formulierung, ich weiß nicht, wie die italienische oder wie die heißt. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er hatte ein unerfülltes Leben. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Questa potrebbe essere una buona parola per chiudere, effettivamente.
non ci siamo riusciti. Ti chiederei soltanto di leggerci una breve poesia di congedo, non definitivo il congedo. Es beschreibt meinen, ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von München und dieses Dorf heißt Allmannshausen. Mein Schreibtisch in Allmannshausen. Im Haus nebenan, wenn man den Hang hinaufgeht, hat Mussolinis Außenminister gelebt, bevor man ihn nach Italien brachte und aufhängte. Und ein Haus weiter Hitlers Lieblingsdichter Hans Joost, dem hier offenbar die Worte zuflogen. Ich schaue auf Kühe, Eichhörnchen und Pferde. Bei offenem Fenster höre ich die ferne Autobahn. Man wird nicht dazu angehalten, den Menschen Gutes zu unterstellen. Wenn die Sonne sinkt, sehe ich mich im Fenster. Aber natürlich können auch Spiegel irren.